Ja, hi Leute. Ja, eigentlich wisst ihr ja, stehe ich mehr auf die DPM-Rucksäcke der Briten und der Niederländer. Die haben da leider momentan nichts, wo wir hier unten mal einen Schlafsack reinbauen könnten. Und ein normaler 65 Liter Flecktarn-Bundeswehr-Rucksack kam mir noch nicht günstig unter die Füße. Und da bin ich die Woche über einen Backhaus Crusader drüber gefallen. Der war recht günstig. Das ist jetzt ein relativ großes Pack. Hier 90 plus 20. Also 90 Liter Stauraum plus 2x10 für die Seitentaschen. Die sind abnehmbar. Die haben auch normalerweise noch Träger dabei. Die bekomme ich jetzt noch. Dann könnt ihr die so als kleines Daypack, Notration, irgendwie, was auch immer tragen. Ja, ist eigentlich ein ganz nettes Pack. Hat wie gesagt hier unten. Ich habe da mal schon mal aufgemacht. Das Fach für den Schlafsack drin. Das ist so eine Innentasche. Die geht von oben bis unten durch. Hier könnt ihr zuschnüren. Ja, hat hier nochmal extra Befestigungsmöglichkeiten für Kleinkram. Hier ist hier Skistöcke. Dann hier unten nochmal Schlaufen dran. Da könnt ihr die dann einhängen. Ja, das wird also das nächste sein, was ich jetzt mal eintrage. Also mal Probe trage. Das ist jetzt die Größe 2. Ich bin 1,76. Da passt das eigentlich ganz gut. Ich denke, davon gibt es auch viele Reviews. Ich wollte es euch nur kurz vorstellen. Der hat da so einen schönen Hüftgurt. Der Bauchgurt. Mit den Verschlussschnallen. Da könnt ihr hier auch nochmal eine Molletasche oder was könnt ihr nochmal mit reinpacken oder einen Alice-Clip. Das ist halt hier verstärkt. So eine Rückenpolsterung. Hier oben könnt ihr die nochmal einstellen. Ich mache gleich mal den Blitz aus. Hier könnt ihr auch nochmal einstellen, wie das Trägerwerk sein soll. Dann hat er hier hinten noch eine Tasche im Deckel. Und in der Tasche nochmal eine Tasche für Karten, Erste Hilfe, whatever. Das ist schon relativ viel Taschen für mich, weil ihr wisst ja, ich finde ja oft schon nichts, wenn es vor mir liegt. Da wird es mit den 100.000 Taschen da drin auch nicht wirklich besser. Aber wir werden das mal probieren. Hier ist ein Fach für ein Namensschild. Hier oben hat er nochmal Schlaufen, da könnt ihr also auch Molletäschchen drauf, hier vorne auch. Ich wollte, ja, ich habe mich mal umgeschaut, wie gesagt, und da gab es hier auch nochmal die, ich glaube, Atlas heißen die. Ich bin mir nicht ganz sicher, ohne diese Molle-Schlaufen. Und ja, das hat mir schon besser gefallen. Da kannst du auch nochmal Erste-Hilfe-Pack draußen dran pappen. Whatever. Die Verschlüsse und die Begurtung ist hier ein bisschen anders. Der hat hier auch nochmal so einen kleinen Clips für den Deckel. Ach ja, der Vorführeffekt. Ja, und dann haben die hier relativ feine Reißverschlüsse. Die Seitentaschen bei den Briten, die haben ja die groben Reißverschlüsse, wie hier. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Aber die Dinger hier sind stabil. Ich mache das gerade mal auf. Seht ihr, hier unten habt ihr dieselben Befestigungen für Skistöcke, Tarp, keine Ahnung, wenn ihr wollt, das Gestänge fürs Tarp, whatever. Die Seitentaschen hier hinten, da könnt ihr die Gurte reinschlaufen. Das habe ich anderweitig mal gemacht. Hier haben die noch so ein Klett. Dann könnt ihr diese zwei Seitentaschen nebeneinander machen. Hier zusammenpinnen und dann rechts und ganz links einen Träger. Ja, wie gesagt, wie bei den Briten auch. Die Taschen sind untereinander kombinierbar. Also wenn ihr eine Olive an den DPM machen wollt oder umgekehrt, dann geht es auch. Ja, das war so, wie gesagt, die Kurzvorstellung. Ich bin noch am Gucken, was ich für ein Backout-Bag nehme und für
vielleicht eine etwas ausgedehntere Wochenendübernachtung, weil so weit laufen tue ich ja in der Regel nicht. Ja, das mache ich jetzt parallel mal zusammen. Und dann werden wir mal schauen. Ja, hi. Ich wieder. Passend zum Crusader gab es dann noch den kleineren Centurio. Das ist ein 30 Liter Pack. Da waren in diesem Fall die Seitentaschen schon dabei, was eigentlich relativ cool ist. Da muss ich nicht immer von links nach rechts von den Rucksäcken hin und her umstricken. Selbes Prinzip hier, könnt ihr aufklappen. Hat auch hier die Molle-Straps. Unten hat er nochmal hier zwei kleinere Schlaufen. Ja, da könnt ihr nochmal vorne und hinten gurten, wie ihr wollt. Der hier hat oben auch nochmal die Molle. Das ist eigentlich im Prinzip ähnlich wie bei dem Crusader auch. Ja, mal gucken, ob ich den aufkriege. Der hat jetzt hier vorne nochmal einen Zugriff auf den Deckel, innen auch nochmal ein Fach. Ja, und der Rückseite. Dann hatte er ja, das Tragesystem sieht eigentlich ähnlich aus wie das beim Crusader auch. Hier auch nochmal verstärkt. Dieselbe breite Schlaufe am Hüftgurt. Allerdings hat der hier keine Verstärkungen. Ja? Also da kann man mit Sicherheit was selber machen, wenn es denn vonnöten ist. Ich hatte den jetzt mal so angezogen. Das war eigentlich für mich im Rahmen. Ja, hier habe ich die Träger schon mal dran. Sind halt hier einfach, die sind etwas kleiner geschlauft. Bei den Briten sind die geklipst. Ja, dann habt ihr hier, könnt ihr auch nochmal verschiedene Sachen dran machen. Und hier unten sind die dann auch fertig. Ich habe das jetzt mal hier dran gelassen, damit mir das nicht passiert wie bei anderen Sachen. Also sprich, dass ich 17.000 Dinge suche. Dann dachte ich, ich lasse mir die gleich mal hier dran. Dann gehen wir mal weiter gleich ins Innenabteil. Hier geht's mal zum Innenleben. Wie gesagt, das ist eigentlich als Daypack für den großen Crusader gedacht. Den könnt ihr dann ein wenig zusammenfalten und meinetwegen oben in die Schneeschürze stopfen. So habe ich es bei meinem Sting und dem Strike auch gemacht. Ja, hättet ihr auch die Möglichkeit. Also schauen wir mal rein. Ein durchgehendes Fach. Hier noch eine kleine Tasche hier mit einem Raftband. Und da zwei Klettloops, die könnt ihr also öffnen. Ja, und hier hinten dran ist auch nochmal ein Klettfach. Ich liebe Klett. Ich finde das relativ unnötig. Und wenn du es dann mit einer Hand bedienst, ist es noch schlimmer. Ja, da hast du also auch nochmal Platz und kannst hier was reinpacken. Da hast du direkt die Rückenpolsterung. Ja, ist relativ umfangreich. Mit den Seitentaschen und so kann man so schön was machen. Ja, ist jetzt leider ein bisschen verwackelt. Aber ich denke, man kann es erkennen. Ja, seht ihr. Ihr könnt auch hingehen und könnt es dann hier nochmal zusammenfassen als Pack. Könnt ihr die hier vorne zusammen machen. Dann haben die jetzt nicht so viel Halt, wenn ihr schweren Kram drin habt. Ja, den Deckel. Der ist jetzt hier fest vernäht. Bei dem Crusader ist der, könnt ihr den nochmal abnehmen. Könnt ihr den hinten justieren oder halt ganz abnehmen. Ja, fand ich ganz cool. Hat hier nochmal diese Querloops. Da könnte man jetzt auch zur Not nochmal einen kleinen Brustgurt hinmachen. Den hat der große. Und normalerweise sollte das Pack ja nicht irgendwie monstermäßige Kilos an Bord haben. Und dann braucht man vielleicht auch den Brustgurt nicht. Ja. So sieht er aus. Ist auch hier alles nochmal draufgestickt, damit man nicht auf irgendwelchen Plaketten suchen muss. Ja, da haben die das alles nochmal drauf.
Hier oben ist diese Molle-kompatiblen Schlaufen. Die sind doppelreihig, also wenn ihr es jetzt mit irgendwelchem Kleinkram vollpacken wollt, könnt ihr die Handgranatentaschen oder kleine Erste-Hilfe-Taschen oder sowas drauf machen. Alles, was ihr irgendwie modular vielleicht abmachen wollt, um dann direkt an den Mann zu bringen. Oder ihr macht halt die langen Taschen drauf, so Mac-Pouches oder irgendwas in der Richtung. Anderweitig könnt ihr auch die Isomatte draufpinnen, macht sich natürlich ganz gut. Müsst ihr nicht viel zupfeln, einfach hier Packgurt durch, vorne und hinten. Und dann ist das Ding fester. So, das war's. Bis demnächst.